Ja, servus und hallo zu einem neuen Tutorial. Diesmal möchte ich euch in die Feinheiten des Liftfahrens einweisen. Und das Ganze nenne ich 4 Infos rund ums Liftfahren. Marbacher TV. Info Nummer 1 in Sachen Liftfahren. Rolltreppen benutzen. Jeder Mensch, der stehen kann, ist besser bedient, wenn er die Rolltreppen verwendet. Erstens, Rolltreppen sind immer verkehrstechnisch günstiger gelegt, weil sie mehr Menschen transportieren können. Deswegen sind sie so angebracht in Gebäuden und Einrichtungen, dass sie den kürzeren Weg ermöglichen. Zweitens sind sie viel, viel schneller und weniger nervenaufreibend, weil man nicht anstehen muss. Sie ist niemals voll, man kann immer fahren damit. Wer natürlich Probleme mit dem Gehen hat oder eine Verletzung hat oder einfach nicht so weit gehen kann, der soll natürlich mit dem Lift fahren. Aber alle anderen tun sich selbst einen wirklich großen Gefallen, wenn sie auf den Lift verzichten und wo vorhanden die Rolltreppe verwenden. Zweite Info. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Wir wollen mit dem Lift fahren. Jeder, der schon mal den Lift gefahren ist, weiß, was hier zu tun ist. Man kann den Lift hier holen. Wir haben gerade gesehen, der Lift ist runtergefahren. Wenn ich jetzt auch runter möchte, dann gibt es manche Leute, die glauben, sie müssen nach oben drücken, weil der Lift ja unten ist und er hochkommen muss, damit er mich abholt. Das stimmt nicht. Diese beiden Knöpfe sind nicht dafür da, dem Lift zu sagen, wo er hinfahren soll, sondern die beiden Knöpfe sind dazu da, dem Lift zu sagen, wo ich hin möchte. Wenn der Lift gerade unten ist und ich runter möchte, muss ich auch runterdrücken. Denn der Lift weiß ja, wo er hinfahren muss, um mich abzuholen. Also, zweiter wichtiger Punkt, immer dahin drücken, wohin man fahren möchte. Dann gibt es noch die Leute, die so machen. Ich sag euch ein Geheimnis. Das bringt nichts, außer dass ihr wahnsinnig werdet. Wenn schon ein Lichtleuchter, braucht ihr nicht noch extra drücken. Er kommt sowieso nicht schneller. Habt ihr euch nicht auch schon öfter gefragt, wenn ihr in den Lift einsteigt und nach unten fahren wollt, nach unten drückt und der Lift trotzdem nach oben fährt, warum er das macht? Nun, die Lösung liegt darin, ihr werdet beim Holen des Lifts in die falsche Richtung gedrückt haben. Wenn ihr nach unten wollt, habt ihr wahrscheinlich außen nach oben gedrückt. Und jetzt passiert Folgendes, der Lift glaubt auch, ihr wollt rauffahren und über euch hat auch jemand den Lift geholt, deshalb fährt er rauf und holt auch diese Person ab, obwohl ihr eigentlich nach unten fahren wollt. Das waren die 4 Infos rund ums Liftfahren. Nochmal zu wiederholen. Erstens, nehmt die Rolltreppe, wenn es eine gibt und ihr stehen könnt. Es ist viel schneller, es ist viel nervenschonender, ich glaube auch viel bequemer. Zweitens, wenn ihr den Lift holt, immer dahin drücken, wohin ihr fahren wollt. Nicht dahin drücken, wo der Lift muss, damit er zu euch kommt. Punkt 3, andauerndes Drücken, auch wenn schon gedrückt ist, hat keinen Sinn, denn der Lift kommt nicht schneller. Es bringt auch nicht, in beide Richtungen zu drücken, das ist schon überhaupt falsch. Dann bleibt er auch stehen, wenn er in die falsche Richtung fährt und braucht noch mehr Zeit. Das vierte ist, wenn ihr einsteigt und der Lift fährt dann doch in eine andere Richtung, als ihr eigentlich wollt, dann ist nicht der Lift schuld, ihr habt außen auf die falsche Richtung gedrückt. So viel zum heutigen Lift-Tutorial. Es ist Samstag, das heißt, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt zukünftig mehr Spaß und ein entspannteres Liftfahren als bisher. In eigener Sache möchte ich sagen, wenn ihr jemanden mit Kinderwagen oder Rollstuhl seht, wäre es schön, wenn die den Vorrang bekommen würden beim Lift. Ob es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist oder nicht, ist völlig egal. Es wäre einfach ein netter Zug. Weil ich persönlich habe garantiert schon ein Jahr meines Lebens vor Liften gewartet. Und wenn ich könnte, würde ich immer die Rolltreppe oder die Stiegen verwenden.
So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, teilt es auf Facebook und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr andere Tutorials von mir sehen wollt. Ja, nicht vergessen, Marbacher TV abonnieren. Also, dann, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zusehen, schönes Wochenende. Servus.